Ich habe heute ein herausforderndes Thema und eine herausfordernde Überschrift, heidnische Feste, christliches Mäntelchen oder Deckmäntelchen. Weißt du, viele Menschen fragen sich bei den Festen, die wir so haben, so, um was geht es denn da eigentlich? Was hat es denn eigentlich mit denen so auf sich? Viele Leute wissen natürlich, ja, also biblische Werte sind das jetzt nicht unbedingt oder nur zum Teil, und da ist aber noch was anderes mit reingekommen, irgendwelche anderen Einflüsse, irgendwelche anderen Wurzeln, und man fragt sich, was ist Brauchtum, was ist Folklore, was ist Tradition, was hat es denn eigentlich mit diesen Festen auf sich? Gleichzeitig ist es so, dass es biblische Feste gibt. Gott hat Mose tatsächlich mehrere Feste im Gesetz angeordnet. 7+1 sind das, 7+1 Feste. Gott hat diese Feste als ewige Ordnung bezeichnet, nicht wahr? Es sind nicht jüdische Feste, es sind biblische Feste. Die sind, also wie gesagt, schon 3.500 Jahre alt, und gleichzeitig sind diese Feste den meisten von uns ziemlich fremd und unbekannt. So, und in diesem ganzen Themenbereich, da habe ich mich beschäftigt, und vielleicht hatte ich es schon mal erwähnt oder du hast schon mal mitgekriegt, ich habe diese Buchserie dazu geschrieben. Ja, hier, das sind 7 kleine Büchlein zu den biblischen Festen. Ja, also alle biblischen Feste sind dort abgebildet, jawohl, dazu gehört auch diese Schautafel, damit man da ein bisschen besser durchblickt, weil der Kalender, den es da gibt, der ist relativ kompliziert, und wie das Ganze aufgebaut ist. Und das Schöne bei dieser Sache ist, dort ist die gesamte Heilsgeschichte drin enthalten und kodiert. Und es ist sehr cool, sich damit zu beschäftigen. Und ich habe in der Vergangenheit zahlreiche Seminare darüber gehalten. Und dann habe ich wirklich den Leuten gedacht, so, wir fangen mit dem blöden Teil an. Den habe ich ziemlich kurz gehalten, heute mache ich es sehr viel ausführlicher. Den blöden Teil. Der blöde Teil ist, hier, das sind wie gesagt die biblischen Feste, es gibt ja auch die heidnischen Feste. Und diese heidnischen Feste haben uns und unsere Festkultur mehr geprägt, als uns bewusst ist. Und heute spreche ich mit dir über die heidnischen Feste und ihr christliches Deckmäntelchen. Ja, unsere christliche Festkultur. Ich möchte zunächst mal über etwas sprechen, das ich nenne das den Volksglauben. Der Volksglauben ist einfach so das, was Leute, die irgendwie sich Christen nennen, eben so glauben. Und da ist viel Aberglaube drin, viel irgendwas, sonderbare Dinge, sonderbares Brauchtum und so weiter. Und wo kommt das überhaupt her? Wieso ist das so komisch entstanden? Denn wenn du wiedergeborener Christ bist, machst du gewisse Dinge nicht mit, die aber viele andere Leute ganz normal machen, die sie auch als christlich betrachten. Ja? Vieles wird von sogenannten Christen praktiziert, was wir nicht in der Bibel finden. Okay, das Evangelium breitete sich aus. Missionare gingen vorwärts, erreichten Volksgruppen, haben das Evangelium verkündet, viele haben mit dem Leben bezahlt, viele haben gearbeitet und wenig ist passiert, aber irgendwann kam es dann zu Durchbrüchen, und tatsächlich kam es dazu, dass sich große Menschenmengen bekehrt haben. Das führte dann dazu, dass sich oft Herrscher bekehrt haben. Manchmal freiwillig, manchmal auch nur auf politischem Druck hin. Ja? Dass sie auf einmal dann zu Christen wurden. Je nachdem, wie intensiv das war, da gab es also eine ganze Bandbreite von richtigen, heißblütigen Bekehrungen bis zu Leuten, die dem Namen nach Christen waren, aber nicht das Geringste damit zu tun hatten. Ja? So, und jetzt gab es Folgendes. Wenn ein Herrscher sich bekehrte, war es üblich, dass der ganze Stamm, das ganze Volk, dem er vorstand, dann auch diese neue Religion angenommen hat. Ja, und zwar automatisch. Das war völlig selbstverständlich, das galt über Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende. Und noch in der Reformation war das ja so. Ne? Auch übrigens während der Gegenreformation, da sieht man das ganz deutlich. Wenn der Landesfürst also beispielsweise evangelisch wurde, dann wurden alle seine Untergebenen, ne, sein ganzer Herrschaftsbereich wurde dann auch evangelisch oder eben waren wieder katholisch hinterher bei der Gegenreformation. Da gab es das Motto Cuius Regio, Eius Religio. Ja? Und das heißt so viel, also
wörtlich übersetzt, wessen Gebiet, dessen Religion. Im Deutschen hat man eigentlich gesagt, wes der Fürst, des der Glaube. Also man hat sich nicht irgendwie bekehren können, entscheiden können, sonst was, sondern der Fürst, der hat die Religion vorgegeben. Es gab keine Religionsfreiheit in dem Sinne. Das klingt doof, war auch doof, aber nicht nur schlecht, nicht nur negativ, denn es hatte jetzt natürlich auch den Begleiteffekt, wenn jetzt so ein Herrscher sich bekehrt hat, dass tatsächlich üble Kultpraktiken wie beispielsweise Menschenopfer, ja, dann abgeschafft worden sind. Ja, und Missionare natürlich dann Kirchen bauen konnten, Krankenhäuser bauen konnten, Kloster bauen konnten, Leute lehren, Schulen evangelisieren konnten und so weiter. Also da war natürlich auch vieles möglich, was vorher nicht da war. Aber es war eben auch eine extrem gefährliche Falle. Eine richtig gefährliche Falle für die Ausbreitung des Reiches Gottes, denn diese Leute waren jetzt auf einmal Christen, hatten aber in der Regel null Ahnung davon, was das bedeutet. Ja? Die waren vielleicht zwangsgetauft, wenn überhaupt, ne? Und waren auf einmal einfach Christen, sogenannte. Und es dauerte manchmal Jahrzehnte, manchmal Jahrhunderte, bis sich überhaupt christliche Werte, christliches Verständnis in diese Volksgruppen verbreitet hatte. Ja, bis sie im Grunde genommen mit dem Evangelium tatsächlich erreicht worden sind. Das waren Namenschristen. Die hießen Christen, die waren vielleicht auch, wie gesagt, zwangsgetauft, aber ansonsten hatten die keine Ahnung, um was es ging. Ja, da war ein neuer Gott mit einem anderen Namen, fertig. Ne? Und deshalb spricht man davon, dass die meisten dieser Menschen nur christianisiert worden sind, also nicht bekehrt, gelehrt, geschult, schon gar nicht zu Jüngern gemacht, was eigentlich der Auftrag Jesu für uns alle gewesen ist, nicht wahr? Beispielsweise wurden jetzt diese Messen in der Kirche, die wurden ja alle in Latein gehalten. Das verstand kaum jemand von den normalen Menschen. Ja? Das war eine erstarrte rituelle Liturgie, wo irgendetwas ablief und ja, da war was, da passierte irgendwas. Die Priester machten irgendwas Geheimnisvolles, ohne dass man da, wie soll ich mal sagen, Zugang hatte, um was ging es denn überhaupt. Markant ist da der Begriff Hokuspokus. Hokuspokus, ja, ist nämlich ein Begriff, der kommt tatsächlich aus der Messe, nämlich von den Einsetzungsworten des Abendmahls. Hoc est edem corpus meum ist also die Einsetzungsworte in Lateinisch. Und die Leute haben nicht verstanden, was da war und haben dann gedacht, na, das ist der Hokuspokus, das ist dieses Ritual, dieses Geheimnisvolle, was da gemacht wird. Ne? Luther beispielsweise hat zum ersten Mal eine Bibel gesehen, als er ein erwachsener Mann war. Warum? Bibelbesitz gab es nicht. Das war eine winzige, kleine Elite, die Zugang zur Bibel hatte, irgendwelche Profis, religiöse Profis. Ja? Und nur eine winzig kleine Schar hatte dazu eben diesen Zugang. Und in Belgien war es noch bis in die 60er Jahre, die 1960er Jahre, per Gesetz tatsächlich verboten, dass Privatleute eine Bibel besitzen durften. Ob das tatsächlich verfolgt worden ist, weiß ich nicht, aber es war per Gesetz verboten. Okay, die Sache war die, das Volk nahm äußerlich diese Riten an, was man da so gemacht hat, die Sakramente und das Ganze, aber im Kopf und im Herzen hatten sie einfach ihre alten heidnischen Vorstellungen, ihre Denkstruktur. Und der alte heidnische Glaube war sehr, sehr, sehr lebendig. Der wurde ja weitergegeben in den Erzählungen und so weiter. Und das Ganze verwob sich immer mehr mit irgendwelchen christlichen Begriffen, kirchlichen Ritualen und so weiter. Denk nur mal beispielsweise an Märchen, auch so eine ganz komische Vermischung, wo irgendwas mit teilweise christlichen Dingen so zusammenkommt. Jetzt war es so, ganze Volksstämme wurden auf diese Weise bekehrt, nicht wahr? Und die Leute haben schon gemerkt, okay, jetzt ist hier dieser Gott der Christen und der ist offensichtlich stärker als unsere Götter, die wir so hatten. Und gut, ja, unsere Priester und unsere Druiden, die sind jetzt in der Versenkung verschwunden, jetzt haben wir neue. Fertig. Die haben akzeptiert, es ist jetzt ein stärkerer Gott, aber dessen Göttlichkeit, dessen Wesen, seinen ganzen Charakter, das haben die nicht verstanden. Ja?
dass der sich komplett von ihren bisherigen Götzen radikal, völlig zu 100% unterschied, haben die Leute überhaupt nicht kapiert und das haben heute noch viele Christen nicht kapiert, also Namenschristen, nicht wahr? So, und dieses Problem hielt sich über Generationen und Generationen und Generationen und führte dann letztlich zu einer komischen Vermischung von irgendwelchen heidnischen, uralten Dingen, christlichen Werten und irgendwelchen religiösen Sachen, da gab es auch noch andere Einflüsse. Und letztlich entstand auf diese Weise etwas, das nennt man den Volksglauben. Und der Volksglauben ist ein Gemisch aus religiösen Vorstellungen, aus Aberglauben, aus Traditionen, aus Ritualen, teilweise sogar aus Zauberpraktiken, in der Regel unbewusst, ja, unbewusst, aber dennoch, und tatsächlichen biblischen Lehren. Eine Mixtur. Und das prägt in großen Teilen in unseren deutschsprachigen Ländern das Bild der Christen, ja, in Anführungsstrichen, ganz massiv. Ne? Und dieses Ding ist ein massives Bollwerk gegen das wahre Evangelium. Ist ein massives Bollwerk, damit die Leute sich nicht bekehren, weil sie sagen, ich bin ja Christ. Und sie haben keine Ahnung, was es bedeutet, ein wiedergeborener Christ zu sein und den Herrn der Herren und König der Könige wirklich kennengelernt zu haben. Namenschristen. Und wenn wir in die Vergangenheit schauen, da war es halt so. Vorher hat man halt die toten Ahnen angebetet. Ja, oder angerufen. Na, und jetzt hat man eben zu den Heiligen gerufen. Das war dann so die Ersatzversion. Früher hatte man eine Muttergottheit, die hat man verehrt. Ja, und jetzt kam da eben Maria ins Spiel, nicht wahr? Man hatte einen Vatergott und man hatte einen Sohngott und da brauchte man noch eine Muttergott, ist doch logisch. Ne? Früher hat man die Götter durch irgendwelche Rituale besänftigt, jetzt hatte man die Sakramente. Und da entstand einfach diese eine religionsvermischende, pseudochristliche Religion, die wir tatsächlich in vielen Teilen des sogenannten Christentums vorfinden. Ja? Und dann gab es tatsächlich auch noch Gruppen, die waren echt zwangsbekehrt. Die wollten nicht. Die wollten gar nicht und die wurden zwangsbekehrt. Ja, beispielsweise bei der Christianisierung der Sachsen unter Karl dem Großen, das war etwa ums Jahr 800, die wollten den neuen Glauben nicht. Ne? Und sie haben den von Herzen abgelehnt. Aber jetzt auf einmal waren sie eben da drin. Ne? Das waren wirkliche, echte Pseudochristen. Ne? Die fühlten sich ihren alten Göttern nach wie vor verbunden. Die haben ihnen weiter gehuldigt. Ja? Und die wurden mit politischer, militärischer Gewalt dazu quasi gezwungen, jetzt Christen zu werden. Nach dem Motto, und willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein. So. Und jetzt waren auf einmal ihre alten Praktiken, ihre Opferpraktiken, waren verboten. So, und da zogen sich diese Hardliner-Heiden, sag ich mal, eben in irgendwelches unwegsames Gelände zurück, in irgendwelche schwer zugänglichen Regionen, Schwarzwald, Harz, Schwäbische Alb und so weiter, irgendwo in die Berge. Ne? Und dort haben sich ihre Praktiken jahrhundertelang gehalten. Dem Namen nach Christen, dem Herzen nach ganz offensichtliche Heiden. Ne? Und genau. Und einer der markantesten Punkte, an dem man dieses Ganze festmachen kann, diese Mixtur zwischen Heidentum und Christentum und irgendwelchen eigentümlichen Einflüssen, das sind eben die Feste und die Festtage. Ja? Weil das ist immer so der Punkt, wo es am deutlichsten zu erkennen ist. Jetzt ist es ja so, in den Alten Testament gibt uns die Bibel, wie gesagt, hier diese sieben Feste vor. Ja, das ist zum einen Pessach auf Hebräisch. Ja, das ist dann die Woche der ungesäuerten Brote, Matzot. Das ist dann der Tag der Erstlingsfrüchte, Reshit. Dann natürlich Shavuot. Ja, das ist das Wochenfest oder wir würden dazu sagen Pfingsten. Rosh Hashanah. Ein super interessantes Fest, beziehungsweise Yom Teruah, dann Yom Kippur, der große Versöhnungstag, ganz interessant. Und zum Abschluss das Laubhüttenfest Sukkot, ganz markant. Aber das Coole beim Laubhüttenfest ist, da gibt es noch etwas hinten drauf. Da gibt es noch
einen, wie soll man sagen, ein Zusatzfest. Und das ist für mich etwas, wo ich sage, das ist eigentlich das achte Fest. Shemini Atzeret. Ganz, ganz hochinteressant. Also wenn dich das interessiert, kann ich dir das wirklich von Herzen empfehlen, da mal einzusteigen, was die Bibel eben uns über Feste sagt. Und diese Feste wurden wirklich von Gott angeordnet. Ja, die sind von Gott angeordnet und die Heilsgeschichte steckt dort drin. Und was ich an der Stelle sagen möchte ist, die Wahrheiten, die da drin enthalten sind, das ist etwas wie eine Aufwärtsbewegung. Ja, das wird immer besser, immer grandioser, immer begeisternder, immer mehr Wahrheit, immer größer, immer genialer, immer göttlicher. Ne? Es ist eine Aufwärtsbewegung, eine rasante Aufwärtsbewegung, hier in diesen Festen kodiert. Das, was wir uns gleich ansehen werden, ist etwas vollkommen anderes. Wir müssen verstehen an der Stelle, die biblischen Feste und die Feste, die wir uns gleich ansehen werden, die heidnischen Feste, sind nicht kompatibel miteinander. Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Weltanschauungen, sage ich mal. Ja? Okay, tragischerweise wurden diese biblischen Feste aber von der Kirche, also der frühen Kirche, nicht übernommen. Ne? Man hat nämlich gesagt, das sind jüdische Feste. Und das Judentum in den 1., 2., 3., 4. Jahrhundert wurde zunehmend verfolgt und zunehmend kritisch gesehen und verpönt. Ja? Und man hat im Grunde genommen das Judentum dann verworfen und damit sogar tatsächlich ihre Bibel, in Anführungsstrichen, nämlich das Alte Testament verworfen. Das war eine hyper, super negative Entwicklung, die insbesondere unter Konstantin, römischer Kaiser, rasant vorangeschritten ist. Und das war mit das Negativste, was die Kirchengeschichte zu bieten hat. Also diese sogenannte konstantinische Wende war wirklich etwas, was das Angesicht und die Prägung und die Vorgehensweise und die geistliche Sichtweise des Volkes Gottes und der Gemeinde massivst verändert hat. Massivst verändert hat. Für mich ist es eine der größten Katastrophen in der gesamten Kirchengeschichte. Falls es dich interessiert, ich habe dazu eine ausführlichere Predigt mal gemacht. Abstieg und Wiederherstellung des Christentums. Das war die, wer es schon mal gesehen hat mit diesem Schwenker. Da habe ich sie dir im Beschreibungstext unten verlinkt. Also wenn du da Interesse hast, schau mal rein, was sich so alles in der Kirchengeschichte an Abstieg entwickelt hat und dann tatsächlich wieder jetzt im Rahmen der Wiederherstellung ist. Aber damals dieser olle Konstantin, der hat beispielsweise Sprüche rausgehauen, die folgenden. Nichts wollen wir mit dem Volk der Juden gemeinsam haben, darum ziehen wir uns auch ganz von ihrer Bibel zurück. Heißt, hat das Alte Testament komplett verworfen. Wahnsinn war das. Ja, das war das, woraus Jesus gelehrt hat. Es gab nämlich noch kein Neues Testament. Das war das, wo die Urgemeinde daraus gelehrt hat. Es gab sonst nichts anderes. Das war das, ja, worauf unser ganzer Glaube ursprünglich erstmal gebaut worden ist. Ja, bis tatsächlich das Neue Testament dann zusammengestellt werden konnte. Okay, und dieser Konstantin der Große, der hat beispielsweise bei dem Konzil zu Nicäa im Jahre 325 nach Christus dafür gesorgt, dass es zwischen den sogenannten christlichen Festen und den ja jetzt verpönten biblischen Festen, dass da ein Zeitraum dazwischen liegen musste, nämlich mindestens 7 Tage. Und das galt insbesondere für Ostern, das war das höchste christliche Fest. Das durfte auf gar keinen Fall was mit Passa zu tun haben. Das war nicht gewünscht. Und deshalb hat man also den Termin von Ostern auf den ersten Vollmond nach der Frühjahrssonnenwende gelegt. Weg von dem biblischen Termin. Zitat, denn es wäre außer jedem Maßstab ungebührlich, wenn wir in dem heiligsten aller Feste den Gewohnheiten der Juden nachfolgten. Lasst uns nichts gemeinsam haben mit dem abscheulichen Volk. Das sagte Konstantin. Und das war diese elende Entwicklung, wo aus politischen und sonstigen Gründen heraus die Kirche dazu genötigt worden ist, anders kann man es nicht sagen, die biblischen Feste zu verwerfen und irgendetwas anderes zu installieren, was wir uns gleich anschauen werden. Und
jetzt dieser biblischen Wurzeln beraubt, kamen natürlich heidnische Einflüsse in diese Festkultur rein. Du musst verstehen, die Urgemeinde und die Gemeinden der ersten Jahrhunderte haben völlig normal die biblischen Feste gefeiert. Ja? Laubhüttenfest, Schawot, Pessach und so weiter. All diese Feste waren völlig normal, genauso wie Jesus die gefeiert hat, die Jünger die gefeiert haben und die Urgemeinde die gefeiert hat. Und bis ins 8. Jahrhundert lässt sich teilweise nachweisen, dass es Gruppierungen gab, die das noch gemacht haben. Christen, ja, christliche Gruppierungen, die das gemacht haben. Aber die Kirche wollte das nicht. Die Kirche wollte sich davon komplett abtrennen und hat Wert darauf gelegt, dass es andere Feste gibt, die man dann eben dort, wie soll ich mal sagen, installiert hat. Ich sag's mal so, die biblischen Feste wurden abgeschafft und heidnische Feste wurden übernommen und auf Hänge und Würgen christlich uminterpretiert. Und da mal ein kleines Beispiel dafür. In Alexandria hat man in der Nacht vom 5. auf den 6. Januar die Geburt von Aeon gefeiert, des Gottes der Zeit und der Ewigkeit. Ne? Okay, 6. Januar, kennen wir. Die Sage war dann auch so, dass Dionysos, der Gott des Weines, erschien am 6. Januar und Wasser in Wein verwandelt hat. Das war griechische Lehre, ja. So, und das war natürlich etwas, wo man gedacht hat, passt ja prima, ne? Das haben die Christen dann gedeutet, das ist dieses Weinwunder, da geht es um Taufe, ja, Zeit und Ewigkeit, und das packen wir alles zusammen und interpretieren es christlich um. Und das haben sie dann in dem Fall an dem 6. Januar festgebacken. Ja. Im Laufe der Jahrhunderte hat sich natürlich vieles dann weiterentwickelt oder wurde anders oder ist auch in verschiedenen Regionen, wird es anders gefeiert. Dazu gab es noch was, was auch uncool war, und zwar haben die Missionare oder die Leute, die dann entsprechend dann Kirchen gebaut haben, die haben Folgendes gemacht, die haben an dem Ort, wo vorher ein Heiligtum war, also ein Götzenheiligtum, genau an der Stelle haben sie eine Kirche hingebaut. Ja, so, das Heidentum wurde besiegt und dort hat man dann sozusagen triumphierend eine christliche Kirche gebaut, um diesen Platz sozusagen geistlich zu besetzen. Jetzt war es so, früher kamen die Leute dahin gepilgert an diesen Orten, da war ja super, jetzt kamen sie eben auch wieder gepilgert. Ne? Das war also schon mal ganz angenehm, das war ein bekannter Ort und ein gewünschter Nebeneffekt. So, und dann hat man gedacht, alles super, wir haben das Heidentum überwunden. Das Ganze hat nur leider nicht funktioniert, weil die dämonischen Kräfte, die mit diesen Orten verbunden waren, waren noch sehr aktiv. Und die haben sozusagen von innen her diese Kirchen oder was immer da gebaut worden ist, immer mehr langsam aber sicher zersetzt, bis das Ganze zu Orten von im Grunde genommen neu heidnischen Situationen gekommen ist oder wo einfach nicht christliche Dinge sich so hineingefressen haben. Und da siehst du hierbei ein Beispiel, das ist ein alter Stich, das ist eine Kirche, die dem, also Johannes, dem Schreiber des Johannesevangeliums geweiht ist, und die ist genau gebaut worden bei Pergamon auf dem Asklepios-Heiligtum. Also da, wo der Gott Asklepios eben sein Heiligtum hatte. Und man hat dieses Heiligtum dann eben mit dieser Kirche überbaut. Triumphierend. Nur, das ganze Ding entwickelte sich so negativ, und da gibt es viele, viele Beispiele, und hat im Grunde genommen dann auch dazu geführt, dass die guten, wirklichen, sauberen christlichen Werte immer mehr von diesen heidnischen Praktiken zersetzt worden sind. So, deshalb gibt es also Aberglaube und Irrlehre in gewissen Teilen der Christenheit. Ich sage nur Reliquienglaube, Ikonenverehrung, ja, Sakramentsglaube, tote Liturgie, Wallfahrten, Heiligenkult, Marienverehrung und so weiter. Und wenn wir genauer schauen, ist vieles davon aus dem Heidentum. Und genauso war es eben, dass man auch diese alten Feste behalten wollte. Da gab es Feste, die hatten die Leute drauf, die waren sie gewohnt, die kannten das. Und hat man gedacht, na, lass uns doch die Feste nutzen. Wir gucken, wo gibt es Anknüpfungspunkte mit irgendwelchen christlichen Lehren. Und dann brauchen wir die doch nur da drauf zu setzen. Und dann funktioniert das doch prachtvoll. Und genau so wurde es gemacht. Der
Begriff, den es dafür gibt, der Fachterminus, ist Inkulturation. Inkulturation. Gut, und jetzt schauen wir uns den heidnischen Jahreszyklus der Kelten und der Germanen an. Und da habe ich dir hier mal ein Bild von der Umlaufbahn. Und diese Umlaufbahn, die hat halt, wie du hoffentlich weißt, dass die Erde um die Sonne sich bewegt, ja, die hat halt aufgrund der, der Neigung der Erde, gibt es da eben diese vier besonderen, tja, wie soll ich mal sagen, Eckpunkte im Jahreskreislauf, nämlich Herbst, Tag- und Nachtgleiche, Frühlings-, Tag- und Nachtgleiche, Sommersonnenwende und Wintersonnenwende, natürlich. Halleluja. So, und jetzt habe ich hier auch die Tafel geholt und hier hast du diesen Lauf der Erde um die Sonne eben abgebildet, ja, ein Kreis mit diesen vier Eckpunkten. Und jetzt war es so, dass die Germanen, die Kelten, die Wikinger und andere heidnische Volksstämme das Jahr in diese acht Zeiteinheiten eingeteilt haben. Und das ist so etwa vergleichbar bei uns mit den Monaten, aber eben nur acht. Ne? Und jeder von diesen acht Blöcken war jeweils durch ein Fest getrennt. Also, ja, die hatten eben acht Feste im gesamten Jahreskreislauf. Das Zeichen davon war ein achtspeichiges Rad, das Rad des Lebens. Und es waren Fruchtbarkeitsfeste, es waren Feste, die diesen Jahreskreislauf hatten, Erntefeste und so weiter, und die da eingebettet waren. Das werden wir gleich noch sehen. Die haben also auf den natürlichen Gegebenheiten des Jahreskreislaufes mit diesen Eckdaten eben basiert. Das hatten die relativ schnell raus und daraus hat sich das dann ergeben. Und die haben das eben gesehen als eben Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und das wurde mit dem menschlichen Leben verglichen. Ne? Also Geburt, Jugend, Reife und irgendwann Tod. Das wurde da parallel gesehen. Also man hatte diese Fruchtbarkeit und dann das menschliche Leben, das ganze Dasein und so weiter. Das Denken der Leute damals drehte sich sehr stark um diesen Zyklus Saat und Ernte, Aufkeimen, Wachsen, Blühen, Frucht bringen, welken, sterben, dieses ganze Ding. Und daraus entwickelten sich sonderbare Mythen und einige sehr beklemmende Praktiken und religiöse Riten. So, eins war aber klar, dieser Jahreskreislauf, der war halt jedes Jahr gleich, jedes Jahr gleich, jedes Jahr gleich, da war ja keine Bewegung drin. Ne? Das war unendlich, wiederholte sich das. Ne? Es war eben der immer gleiche Ablauf des Rad des Lebens, ja, geboren werden, älter werden und irgendwann wieder sterben und vergehen, ne? Keine Aufwärtsentwicklung, keine richtige Power drin. Und wie gesagt, das gab es in verschiedensten Kulturkreisen. Ich möchte mich jetzt auf die Kelten konzentrieren, ja, und auch die Bezeichnungen übernehmen, die die Kelten hatten, die auch heute noch sehr weit verbreitet sind. So, jetzt hatte die Kirche, die frühe Kirche, hatte das natürlich mitgekriegt, was die Leute damals so geglaubt haben. Und die haben diese Feste hier abwertend, man war ja ganz gegen Judentum, als Sabbate diffamiert. Das war wirklich doof, ne? Also die haben gesagt, das hier sind die Sabbate, sozusagen die Hexensabbate. Das sind die Heidenfeste. Ja, und so haben sie den biblischen Begriff also wirklich da verbogen, ne? Abwertend als Sabbate bezeichnet. Das haben bis heute die Okkultisten und Hexen und so weiter übernommen. Vier dieser Feste, also wie gesagt, acht Feste, vier von denen wurden größer gefeiert und zwei waren die Hauptfeste. Ja, das waren die Hauptfeste, siehst du, habe ich hier ein bisschen mehr markiert, das waren die sogenannten Feuerfeste. Ja, und das waren Feste, an denen auch Tiere und vielleicht sogar Menschen verbrannt worden sind. Diese Feuerfeste, Samhain und Beltane heißen die, die teilten das Jahr auch in zwei Hälften ein, in die Sommerhälfte und die Winterhälfte. Ne? Und ich habe jetzt hier ein Zitat von einer
Wicca-Webseite. Wicca ist eine, ja, sehr naturverbundene Hexenkult, sage ich mal. Und da wird das beschrieben. Da heißt es, das Rad des Jahres. Winter, Frühling, Sommer, Herbst. Geburt, Wachstum, Verwelken, Tod. Das Rad des Lebens dreht sich immer weiter. Ideen werden geboren, Vorhaben durchgeführt. Ziele erweisen sich als unerreichbar und werden aufgegeben. Wir verlieben uns, wir erleiden Verluste, wir vollziehen die Ehe und gebären neues Leben. Wir werden alt und gehen zugrunde. Das ist das Rad des Lebens. Es steht symbolisch für das Leben, das Jahr, den Jahreszyklus. Es ist in 8 Speichen aufgeteilt, die 8 Sabbatfeste. So, das Rad des Lebens. Kommt übrigens immer wieder auch in Hollywood-Filmen und Zeichentrickfilmen und so weiter vor. Und jetzt war das so, und jetzt wird es ein bisschen abstrus, in dieser ganzen Mythologie gab es folgende Story. Es gibt eine Göttin, die Mutter Erde, das ist die Göttin. Und diese Göttin wird, es geht ja um Fruchtbarkeit, wird befruchtet. Also, ja, sexuelle Vereinigung. Dann ist die für eine gewisse Zeit lang sozusagen schwanger, bis irgendwas zur Geburt kommt. Und das, was zur Geburt kommt, ist nämlich genau das, was sie dann wieder schwängert, einige Monate später. Und das, was zur Geburt gekommen ist und sie geschwängert hat, das ist dann auch irgendwas, was irgendwann stirbt in diesem Jahreskreislauf. Du hast also Geburt, Zeugung und Tod, und das ist immer das Gleiche, aber es ist etwas, was aus der Erde raus geboren wird. Und das ist sehr absonderlich für uns, zumal es eigentlich gar nicht aus der Erde kommt, sondern gleichzeitig dann mit der Sonne verbunden ist. Also es gibt in dieser keltischen Mythologie eben die Mutter Erde und es gibt den gehörnten Sonnengott und der heißt Luke. Ja? Und diese beiden haben also hier dieses Spielchen und das wiederholt sich Jahr für Jahr für Jahr für Jahr. Also es gibt einen Sonnengott, der hat auch Hörner und der wird von der Erde geboren. Irgendwann gibt es eine sexuelle Vereinigung und irgendwann stirbt der Sonnengott. Ne? Weil die Sonne war das, was eben Fruchtbarkeit und Wachstum hervorgebracht hat. Okay, dieser keltische Luke, da gibt es jetzt auch in anderen Religionen entsprechende Parallelen. Ne? Der Gehörnte, das ist im Griechischen Dionysos, im Germanischen heißt er Freier oder Baldur. Im Römischen ist es Pan oder auch Bahomet oder Cerunos genannt. Und das ist im Grunde genommen das, was im Volksglauben genau das Bild des Teufels ist. Ja? Hörner, so ein Huf, ne? Boxfuß, haariger Unterleib, wollüstiges Wesen und dieses Ding. Das ist genau das, was dort aus diesem keltischen Glaubenssystem hervorkommt. Nochmal hier Zitat von einer Webseite. Aus den Tiefen der Urzeit taucht eine geheimnisumwitterte Gestalt auf, die große Göttin, auch die große Mutter gemeint. Die Erde. Sie gebar alles aus sich heraus, wo vorher nichts war. Und ebenso riss sie wieder alles mit sich in den Tod. Sie war unerbitterlich, jenseits von Gut und Böse. Sie war die vorchristliche Dreifaltigkeit, die Jungfräuliche, die Gebärende und die Alte. An ihrer Seite weilte meist eine gehörnte Gestalt, die die männliche Zeugungskraft vertrat, aber auch das Wachsen und Vergehen der Natur im Jahreskreislauf. Gemeint ist die Sonne. Ja? Als die Geliebte der großen Mutter und ihr Sohn, als der Geliebte der großen Mutter und als ihr Sohn, musste er immer wieder sterben und dann immer wieder auferstehen. Er war der Vegetationsgott Pan, Tamus, Osiris oder Adonis, der in jedem Herbst betrauert und in jedem Frühling stürmisch begrüßt wurde. Also spätestens jetzt sollst du wissen, warum ich meine, das ist der blöde Teil, ja? Ich finde das so abartig, aber egal. Die Mutter Erde wird allgemein heute, also die Gottheit, als Gaia bezeichnet. Hast du vielleicht mal gehört, Gaia. Und es ist interessant, dass die UN, die ist ja sehr bestrebt daran, eine Welteinheitsreligion zu gründen. Ja? Und man hat so geguckt, wo hat man denn so den kleinsten gemeinsamen Nenner, wo man sich so mit den verschiedenen Religionsvorstellungen treffen kann. Und man kam zu folgendem Ergebnis. Es ist die Anbetung der Mutter Erde.
die Anbetung der Mutter Erde, die Anbetung von Gaia. So, also das ist etwas, wo wir uns in sehr beklemmender Weise hinbewegen. Und wenn du diese ganzen Storys kennst, dann weißt du, wo das herkommt. Das ist dieser Erdkult, ja, dieser Naturkult, Fruchtbarkeitskult, was da eben tatsächlich, ja, ein fröhliches Wiederauferstehen feiert. Jetzt schauen wir uns aber diese 8 Feste mal näher an. Da kann man natürlich noch viel, viel tiefer einsteigen, aber ich denke, ich werde mal hier so einen groben Durchgang mit dir machen. Wir fangen hier unten an, Wintersonnenwende, das ist auch relativ bekannt. Da haben wir natürlich Jul. Jul ist das keltische Fest, was hier gefeiert wird. No, Jul dürftest du kennen. Jul heißt Weihnachten noch heute in Skandinavien. Ja, es ist eben Wintersonnenwende, hat sich im Laufe der Zeit um ein paar Tage verschoben. Gut, hier ist es eben so, gemäß diesem ganzen Denken, dass zu diesem Zeitpunkt eben dieser Sonnengott geboren wird. Hier wird der Sonnengott geboren als kleines Kind. Und ab dem Zeitpunkt freut man sich, weil dann werden die Tage wieder länger, ne? Und man hat um dieses Längerwerden, dass das Licht wiederkommt, zündet man Feuer an, man zündet viele Kerzen an und so weiter. Und dann gibt es eine Zeit, die heißen die Rauhnächte, 12 Rauhnächte. Das ist eine besondere Zeit, wo man sagt, da sind die Welten sehr durchlässig. Gemeint ist also die Welt der Götter oder der Toten eben mit der unseren Welt. Ja? Und das ist sehr durchlässig. Also sprich, da gibt es Totenerscheinungen und Geister und was nicht alles. Also das ist hier in diesen Rauhnächten auch, wo man dann entsprechend für irgendwelche mythischen, magischen Praktiken, irgendwas. Dafür ist diese Zeit also besonders geeignet. Ne? Ist eine Zeit, wo also keine Arbeit getan werden durfte und am 6. Januar dann war der Zeitpunkt, wo man dort das Hochneujahrsfest feierte. Okay, also worum es hier geht bei diesem Fest ist Geburt. Und, wie wir schon wissen, Weihnachten. Okay. Bei den Germanen wurde hier diese Wintersonnenwende Mutternacht genannt. Die Tische wurden mit Misteln geschmückt, es wurde Tanz und Musik gemacht und es gab ein traditionelles Gebäck zu diesem Zeitpunkt, man weiß sogar, wie das hieß, Jula Galt, das Sonnenrad, das Sonnenrad. Das wurde gegessen und dieses Backwerk hatte eine spezielle Form, ne? Stellte den Sonnenradenwagen dar mit 2 Rädern, ne? Und einem Bogen darüber, der die Rundung der Sonne darstellt. Und das ist das, was wir heute eine Brezel nennen. Ja, das hat da seinen Ursprung und ist eben bis zum heutigen Tag in diesen speziellen Neujahrsbrezeln auch noch enthalten. Das war ein Gebäck, was zu diesem Zeitpunkt eben gebacken und gegessen worden ist. Gezogen wurde der Sonnenwagen von 2 Böcken, den sogenannten Julböcken. Und Julböcke aus Stroh gibt es heute noch in Nordeuropa, gehört untrennbar zu Weihnachten dazu. Außerdem gab es ein Julbrot. Das war also alles, was sie dann so hatten an getrockneten Früchten und Beeren und so weiter, haben sie da reingehauen. Und das hat bis heute als Christstollen überlebt. Ne? Man beschenkte sich schon damals und wünschte sich gut Hühl, also gutes Heil. Und es gab etwas, man glaubte an den Flug der Hertha. Das ist wirklich interessant. Hertha war eine Göttin, ne, die flog umher und brachte Geschenke. Und zwar saß sie in einem Wagen. Und dieser Wagen wurde von einem Schwein gezogen. Und man weiß sogar, wie das Schwein heißt oder hieß. Güllenborst, also Goldborste, wurde das genannt. So, und wer diese Hertha gesehen hat, der hat das Schwein gehabt. Ne? Er hat nämlich ein Geschenk bekommen. So, und du kennst bis zum heutigen Tag, gibt es so Neujahr, diese Marzipan-Glücksschweinchen. Ne? So. Und das ist das ganze Ding, wo dieser durch die Luft mit dem Schlitten segelnde Weihnachtsmann, der mit Geschenken um sich schmeißt, eben herkommt.
aus einer Tradition, die bei den alten Germanen schon existierte, wo es eine Göttin gab, die eben Geschenke verteilt hat. Auch Wotan kommt zu Weihnachten vor, nämlich das ist dieser Knecht Ruprecht, ja, der da ab und zu mal auftaucht. Ne? Ruprecht, der Knecht des Weihnachtsmanns. Ruprecht ist der Ruhmprächtige. Ne? Der kommt von draußen, vom Walde her, ganz germanisch. Und während dieser Tage, insbesondere dann in dieser Zeit der Rauhnächte, da warf man auch die Runen. Die Runen wurden geworfen, um das Schicksal zu erfahren. Das hat sich heute beispielsweise noch im Bleigießen gehalten. Ja? Das sind Zeiten, wo man gucken will, was kommt raus, so ein bisschen Wahrsagerei und sowas. Und diese Runen waren interessant. Das waren nämlich kleine Stäbchen aus Holz, und zwar aus Buchenholz. Ne? Und da waren eben diese Runen eingeritzt und die wurden eben geworfen und dann hat man da draus gewahrsagt. Und aus den Buchenstäbchen mit der Rune drauf hat sich unser Wort Buchstabe herausgebildet. Ein Buchstabe ist also etwas, was da von den alten Germanen kommt. Es war das Fest, wo dieser Gott, der Sonnengott, als Baby geboren wurde. Und es war ein Fest, wo es um Lichter ging. Das hat natürlich sagenhaft gut gepasst. Und so hat man natürlich das einfach im Christlichen übernommen, hat gesagt, das passt, wir haben hier Geburtstermin von unserem Gott, unserem Jesus Christus und deshalb legen wir den da drauf. Völlig logisch. Nun, die Bibel sagt uns nicht, wann Jesus geboren ist. Wenn sie Wert drauf legen würde, hätte sie es gesagt, aber sie teilt es uns nicht mit. Es gibt mehrere unterschiedliche Berechnungen, wann er geboren sein soll. Ja, Laubhüttenfest ist schwer im Kurs, auch August und so weiter als Geburtsmonat. Ja, aber hier war eben einfach, wo was man gesagt hat, Inkulturation. Wir knüpfen daran an, da gibt es ja schon was, das passt ja perfekt, darauf legen wir das. Ne? So, und wenn wir dann ein bisschen tiefer einsteigen, dann merken wir, das geht sogar auf noch viel ältere heidnische Dinge zurück. Da gibt es nämlich noch mit diesem Baby, was geboren wird und was gleichzeitig irgendwie Gott ist und was irgendwann auch wieder stirbt, geht das zurück auf babylonische Quellen mit Semiramis und Nimrod. Ne? Die Königin des Himmels, deren Sohn göttlich wird und dann gleichzeitig ihr Liebhaber wird und später stirbt. Das ist genau die gleiche Story. Und angeblich hat man diesen Geburtstag von Nimrod angeblich an diesem 25., 26., 24. Dezember rum gefeiert. Und ähnliche Kulte, wie gesagt, das gibt es in vielen Kulturkreisen, ähnliche Kulte gab es also auch in Indien, China, Japan, Tibet und beispielsweise in Ägypten mit Isis und Osiris. Ja? Oder bei den Kanaanitern mit Baal und Astarte oder bei den Griechen mit Cybele und Theseus oder bei den Römern mit Venus und Jupiter. Alles sehr ähnliche Stories, wo es um diesen Jahreskreislauf geht, wo irgendeine Religion drauf projiziert wird. Nochmal hier was von so einer fragwürdigen Webseite. Die altgermanische Jul-Tradition wird immer noch in einigen Gegenden Deutschlands gefeiert. Jetzt pass auf. Die nur leicht geänderte christianisierte Version, genau, Weihnachten findet einige Tage später statt. Für uns Hexen ist Jul von besonderer Bedeutung, denn in dieser dunkelsten, kältesten Nacht des Jahres wird das neue Licht geboren. Der gehörnte Gott wird nun wieder in die Welt geboren. Der geschmückte Tannenbaum ist ein sehr alter heidnischer Brauch und so ist es auch mit dem Geschenke geben. Genau so ist es. So, jetzt musst du verstehen, mit diesem Gott, der kommt und wo es um Licht geht, diese Okkultisten, die sehen ja in Luzifer den Lichtträger, den Lichtbringer, der das Licht trägt. Und deshalb passt das für die so. Und es war ein unvorstellbares Fiasko, dass die Kirche genau das genommen hat, diese abstruse, heidnische Konstruktion und gedacht hat, da legen wir unseren Festtag drauf. Da legen wir die Geburt des Messias drauf. Sehr tragisch.
6. Januar, ich hatte es kurz erwähnt, ja, wird in vielen Kreisen als die heiligen drei Könige gefeiert. Ne? Die waren übrigens weder heilig noch Könige, noch waren es drei. Ne? Die Bibel nennt uns nur die drei Geschenke. Sondern der eigentliche Ursprung ist tatsächlich auch germanisch. Ne? Das waren nämlich drei Götter und diese drei Götter zogen zu dem Zeitpunkt über die Erde, um neues Leben entstehen zu lassen. Und die hießen Odin, Hönir und Loki. Und Loki war der schwarze König. So, daher kommt dieses heilige Drei Könige, auch vermischt mit diesem Heidentum. Also alles nicht so toll. Gut, das nächste Fest ist Brigit oder Imbolc. Das sind zwei Namen, die dafür gelten, je nach Region das eine oder das andere. Der Name Brigit ist ein Göttinnenname bei den alten Germanen. So, und das war etwa so um den 1. Februar rum. Ne? Gut, Brigit oder Imbolc. Und das Fest, was da in christlichen Kreisen draufgelegt worden ist, ist jetzt für viele von uns nicht unbedingt so bekannt, das ist Lichtmess. Leute, die in katholischen Regionen wohnen, die können da wahrscheinlich eher was mit anfangen. Lichtmess. Lichtmess knüpft an die Darstellung Jesu im Tempel an, denn Mess kommt von Metzen und bedeutet eigentlich Ankündigung. So, es ist ein Tag, der gefeiert wird, wo es um Reinigung geht. Da geht es also, Reinigungszeremonien werden dadurch geführt. Ich habe also Bilder gesehen, wo Okkultisten zu diesem Zeitpunkt dann, was weiß ich, Bilder machen, irgendwelche Stars in Badewannen und so weiter, wo es eben irgendwie um Reinigung geht. Ne? Es geht hier um dieses Wiedererwachen des Lichtes langsam, ja, dass es jetzt hervorkommt. Ne? Und es gibt da ein Fest von den sogenannten drei Brigitten. Ne? Das ist eine Göttin von Heilkunde, Heilkräuter und Schmieden. So, und man dachte, zu diesem Zeitpunkt ist schon deutlich klar, es wird schon heller, die Sonne ist länger zu sehen, die Tage werden länger. Und es ist die Zeit, wo das hier geborene Sonnengottkind sozusagen laufen lernt. Ja, es ist also herangewachsen und hier ist es jetzt so im Kleinkindstadium. Ne? Zu der Zeit werden große weiße Kerzen angezündet, um den Lichtwerdungsprozess zu unterstützen. Okay, ne? Zu der Zeit wurde bei den Germanen eben auch dann der Fruchtbarkeitsgott Freier angerufen. So, das ist das, was zu dieser Zeit ist. Und wie gesagt, auch dort wurde im Christentum dieser Termin übernommen mit Lichtmess, aber jetzt für uns keine ganz große Nummer. Ganz große Nummer ist das, was dann kommt. Hier haben wir nämlich das nächste Fest. Und das ist was Bemerkenswertes, das ist nämlich das Fest Ostara. Ostara. Ostara, etwa so zur Frühlingstag- und Nachtgleiche, ist natürlich Ostern, nicht wahr? So, die Okkultisten sagen dazu, der gehörnte Gott ist jetzt zu einem Jugendlichen herangewachsen, ein unbändiger Jugendlicher. Er wird sich seiner Kraft mehr und mehr bewusst, aber er benutzt sie noch nicht weise. Er ist schön, stark, leidenschaftlich und wild. Also gemeint ist immer die Sonne. Ne? Die Sonne kommt mit mehr Power jetzt. Ja? Langsam wird es hier so, dass dieses ganze Fruchtbarkeitsding in Gang kommt, einfach durch die zunehmende Power der Sonne. Okay, also nochmal hier, Ostern. Man feiert den Tod des Winters. Und weil man den Tod des Winters feiert, gibt es in vielen Gegenden, auch in deutschsprachigen Europa, eben das Brauchtum, dass man den verbrennt. Der Winter wird als Strohpuppe symbolisch irgendwo aufgebaut und verbrannt.
Ja, und das gibt es immer wieder in diesen Festen, dass also Feuerfeste sind, wo Feuer gemacht wird und wo irgendwas symbolisch verbrannt wird. Ja, so, und diese Strohpuppen sollen eben den Winter verbrennen. Du kennst das vielleicht mit diesen Osterfeuern, mit diesen Feuerrädern und so weiter, die überall im Land entzündet werden. Ne? So, und das ist uralte Tradition, Verbrennen von menschlichen Gebilden und knüpft natürlich auch an Menschenopfer an. Das sind Dinge, die sich Urzeiten gehalten haben und das gibt es überall, in Frankreich, in Italien, in Russland und eben auch in Deutschland, Österreich, Schweiz. Das kommt öfter vor, als man denkt. Und ist einfach zu diesem Zeitpunkt ein Brauchtum. Irgendwelche Figürkes aus Stroh oder Holz, ne, die da verbrannt werden. Dann gibt es in USA noch eine Geschichte, die ist allerdings nicht zu diesem Termin, die ist aber sehr bekannt. Und das ist Burning Man. Ich weiß nicht, ob du davon mal was gehört hast. Ist in Nevada, in der Wüste findet das statt. Und dort kommen bis zu 75.000 Besucher hin zum Verbrennen. Und man muss sogar ein Ticket lösen, weil sonst würden noch viel, viel mehr kommen. Das ist von den Behörden also irgendwie reguliert. Hat sich so entwickelt seit Jahrzehnten. Und da siehst du es, da werden riesige Skulpturen aufgebaut in der Wüste. Also riesig, auch Hunderte, ja, die dann entsprechend abgebrannt werden. Ne? Und ein Riesenspektakel, ein Riesenfestival, das Verbrennen von menschenartigen Gebilden, eigentümlich, nicht wahr? Was geht denn da? Warum? Was ist das denn eigentlich, was da los ist? Kommt hier aus diesen alten Festbräuchen unserer ja, Kelten und Germanen. So, dann gibt es natürlich noch das Osterei, ein uraltes Fruchtbarkeitssymbol, ne, was zur Ostara-Fest eben dazugehört. Das Ei selber symbolisiert das Weltenei, ne, wo es dann eben auch um ja, Weltenei geht. Ne. Der Name Ostara gibt es in verschiedensten Versionen, je nach Region. Ostera, Ostra, Osta oder Eoster, also gibt es unterschiedlich, ne, je nachdem welcher Stamm oder welche Region. Und nochmal zu diesem Ei, das blaue Ei ist ein Ei, was Hel geweiht ist, da kommt der Begriff Hölle her, also der Unterwelt. Das rote Ei ist Thor geweiht und soll 3 Tage Glück bringen und das gelbe Ei, die sind Ostara geweiht. Okay, soviel erstmal dazu. Ostern, da merkst du, selbst der heidnische Begriff hat sich gehalten. Das haben wir bei Weihnachten jetzt nicht, ne? Höchstens in Skandinavien. Aber hier haben wir Ostern, ist eindeutig ein Ableger von Ostara. Eine wilde Fruchtbarkeitsgöttin. Ne? Und das hat den Namen für das höchste christliche Fest gegeben. Und das finde ich sehr bemerkenswert. Übrigens kommt von dem Namen auch Östrogen her. Und ihr Wappentier von der Ostara ist eben der Hase. Das galt als ein Symbol für Fruchtbarkeit. Ostara ist eine dämonische Macht und sie ist identisch mit dem babylonischen Ishtar, wofür das englische Easter natürlich der Vorbild war, ne? Oder auch der kanaanitischen Astarte. Das ist alles ein Ding, das sind diese Fruchtbarkeitsgöttinnen. Und diese Fruchtbarkeitsgöttin hat unserem Osterfest den Namen gegeben. Wir feiern also den Tod und die Auferstehung des Herrn und benennen das nach einer heidnischen, dämonischen Gottheit. Das ist schon sehr, sehr speziell. Übrigens ist das nur bei uns so und im englisch sprechenden Bereich. In anderen Ländern und in anderen Sprachen ist das nicht so. Da ist es sehr interessant, dass die hier anstatt an Ostara anzuknüpfen, tatsächlich an das Passafest anknüpfen und den Begriff vom Passafest ableiten. Sehr bemerkenswert. Und das ist beispielsweise auch in Skandinavien der Fall. In Dänemark oder Norwegen heißt es Paske. In Schwedisch Pask. In Französisch wird Pack
ausgesprochen. Ja, Italienisch Pasqua, Spanisch Pascua, Portugiesisch Pascoa, Rumänisch Pasti. Selbst in Griechisch heißt es Pascha und in Russisch auch. Und in Niederländisch spricht man von Pasen. Und in Norddeutschland gibt es bis zum heutigen Tag den Begriff Pasken oder Paschen. Das sind alles Begriffe, die eben nicht von Ostern kommen, sondern von Passa herkommen. Ja? Im Plattdeutschen hat sich das bis zum heutigen Tag erhalten. Gut, das finde ich ziemlich gut, weil, wie gesagt, dieses Fest nach einer heidnischen Gottheit zu benennen, ist ziemlich daneben. Okay, Ostern. So, wir sehen also, die ganze Sache nimmt langsam Fahrt auf. Jetzt kommt das erste Hauptfest. Ne? Das war jetzt das erste große Hauptfest, was kommt. Und dieses Fest heißt Beltane. Beltane nannten die Kelten das. Und so wird es auch heute noch in zahlreichen Kreisen genannt. Und Termin ist 30.04.1.5. rum. So, die sagen also Folgendes, die Okkultisten. Der Sonnengott tritt jetzt seine Regierungszeit an. Er ist jetzt zum vollen Mann geworden. Ne? Hier geboren, ne? Groß geworden, Kleinkind, Jugendlicher, jetzt ist er Mann. Okay, so, jetzt geht er mit seiner Mutter, nämlich der Erde, in die Kiste und tut sie schwängern. Er verwandelt sie von einer Jungfrau zur Mutter. Jetzt ist Frühling, also die Sonne befruchtet die Erde, dass alles wachsen kann, ne? Logisch. So, die Erde strotzt nur so vor Leben und der Fruchtbarkeit sind keine Grenzen gesetzt. Deshalb ist das ein sehr freudiges, sehr lustvolles Fest. Es ist ein Fest, wo es um Sex geht, ein Fest, wo es um Zeugung geht, sagen wir mal um Leben. Zeugung und Leben. Das wird an diesem Fest gefeiert. Ne? So, und bis zum heutigen Tag hast du natürlich mit dem 1.5. Immer einen großen Feiertag. Ne? Gibt es viele Feuer und so weiter, Lustbarkeiten. Da ist der Maibaum, ne? Auch ein uraltes heidnisches Symbol, ist ein Phallus-Symbol und dann eben der Kranz da drumherum als ja, Scheidensymbol eben. Ne? Und das hat sich einfach über die Jahrhunderte und Jahrtausende gehalten. Man feiert die Paarung von Gott und Göttin, weil diese Paarung läutet jetzt die helle Jahreshälfte ein. Ne? Alles super. Jetzt ist Begeisterung, jetzt ist der Sommer da. So, und deshalb ist hier ein sehr freudiges, ausschweifendes Fest, ja, wo es um Fruchtbarkeit, Sex und Zeugung geht. Gut, und dementsprechend dröselt sich das dann auf, ne, in anderen Kulturkreisen eben mit der Hochzeit von irgendwelchen Göttern. Ne, also Wotan, auch Odin oder Dona genannt, alles das Gleiche, ne, der dann eben mit der Göttin Freya, auch Frigg oder Holda genannt, eben entsprechend irgendetwas zeugt. Man feiert hohe Maien, hohe Maien. Und durch diesen Akt der Vereinigung fängt es dann überall an zu wachsen und zu blühen. Ja, und jetzt ist die Frage natürlich, was gibt es da im Christlichen dafür? Dass der 1. Mai nichts mit Christentum zu tun hat, das wissen wir. Der wurde anderweitig als Tag der Arbeit okkupiert. Aber wir waren mal mehrere Jahre, haben wir so am Rande des Harzes gelebt. Und dort haben wir natürlich schon sehr bald mitgekriegt, was dort im Harz so alles läuft. Und da waren wir auch zu verschiedenen Gebetseinsätzen und so weiter. Und das nennt sich Walpurgisnacht. Walpurgisnacht hat sich fast nur dort im Harz, in dieser unwirtlichen Region gehalten, war aber genau dieses Fest der Fruchtbarkeit, was die Kelten hatten, Beltane. Walpurgisnacht. Oder Walpurgis.
Walpurgis. Was hat es denn mit dieser Walpurgis auf sich? Man glaubt es nicht. Als wir da waren bei unseren Einsätzen in den Städten im Harz, zu Walpurgisnacht auch vorher schon, wenn man es nicht gesehen hat, man glaubt sich, also wirklich Tausende und Tausende von lebensgroßen Teufels- und Hexenfiguren ausgestellt. Überall. Fast in jedem Haus. Die Städte sind gestopft voll damit. Es ist überall Hexenkult, es ist überall Teufelsfiguren und so weiter. Es ist unfassbar. Ja, vielleicht kannst du dich erinnern oder hast mal gehört, dass dieses deutsche Urdrama der Faust, ja, was ja oben auch auf dem Brocken teilweise spielt, ne, wo es darum geht, ja, wo also die Hexen mit dem Teufel dann irgendwie eine Vereinigung feiern. Alles sehr dubios, wurde dort im Harz als Kulturgut sozusagen nach der Wende ganz massiv wiederbelebt, auch um Touristen anzulocken. Und die ganze Region strotzt also von allen Arten abstrusesten Sachen und abstrusem Brauchtum eben wegen dieser Walpurgisnacht. Jetzt kommt der Name Walpurgis oder eigentlich ist es eine Frauenname einer Person, hat überhaupt nichts mit diesem Wüstentreiben zu tun. Diese Walpurgis war eine richtige Powerfrau. Das war die Walpurga, eine englische Missionarin von 710 bis 779, die in Germanien gearbeitet hat. Und sie war als Benediktinernonne von ihrem Onkel gerufen worden, und das war niemand anderes als Bonifatius. Bonifatius hat sie gerufen, hat gesagt, hier, komm hier nach Mitteleuropa und diene mit uns hier. Diese Heiden hier brauchen dringend Licht und Hilfe. Der Apostel der Deutschen hat sie also geholt, und soweit ich weiß, sind das insgesamt etwa 70 Missionare, die dort aus England kamen. Sie war die kam aus dem englischen Hochadel, sie war die Tochter des Königs Richard von England. Ja, ihre beiden Brüder Willibald und Wunibald waren ebenfalls Missionare, die nach Deutschland kamen. Und sie wurde hier mächtig von Gott gebraucht. Die haben wirklich die Strongholds der Heiden konfrontiert. Sie war eine richtige Powerfrau, ja, die in die Konfrontation gegangen ist, unerschrocken. Und so wurde sie dann in der katholischen Kirche zur Schutzpatronin gegen böse Geister, Hexerei und Aberglauben. Und genau deshalb, weil dieser Tag eben so ein wüstes Treiben hatte, hat man gesagt, da legen wir den Namenstag der heiligen Walpurga drauf. Daher kam der Begriff Walpurgisnacht, ist also wirklich ein in dem Sinne christlicher Begriff. Man hat das gezielt draufgelegt auf den Tag des wüstesten heidnischen Treibens. Daher Walpurgisnacht. Okay. Dann kommt das nächste Fest. Sommersonnenwende, und da hieß das Fest bei den Kelten Lita. Lita. Sommersonnenwende wird ganz, ganz groß in Skandinavien noch gefeiert, nicht wahr? Und es ist natürlich der Tag, wo am allermeisten Sonne ist. Ne? Ab dann werden die Nächte wieder länger, also so viel Sonne gibt es sonst nie. Und deshalb ist es ein Tag, der gefeiert wird, und gleichzeitig ein Tag, wo auch so ein bisschen Abschied drin ist. Ne? Und ja, man feiert das Leben, man feiert die Lebenskraft, und gleichzeitig denkt man so ein bisschen melancholisch schon wieder dran, dass es jetzt schon wieder hier in die dunklere Jahreshälfte irgendwann gehen wird. Die Germanen haben diese Sommersonnenwende 3 Tage lang gefeiert. Die Sonne, genannt Baldur, ne, befand sich auf dem Höhepunkt, und jetzt fing sie langsam an, so zu sterben, ne, dünner zu werden. Ja. Und irgendwann, nämlich hier zur Herbsttag- und Nachtgleiche, würde sie versinken. Und wo würde sie versinken? Sie würde in Hel versinken, in der Unterwelt. Und dann würde die Frau von diesem ollen Baldur, nämlich Nanna, der Abendstern, würde dann ihm folgen und sozusagen dann die Regentschaft übernehmen. Und deshalb gibt es Sonnenwendfeuer, ja, wo man eben Baldur dann verbrennt, der als Strohpuppe dort oben auch wieder dann auf den Scheiterhaufen gestellt wird. Und es gibt brennende Räder. Und diese brennenden Räder zeigen dran, dass das Ganze hier eben dieses Rad ist und eben
werden Berge heruntergerollt, ja, damit klar ist, so die Sonne hat ihren Zenit überstiegen und zieht jetzt langsam wieder nach unten. Und so hat man eben diese Räder die Berge heruntergerollt. Und das ist was, was es heute noch in vielen Regionen so als Brauchtum gibt. Ja, irgendwelche Sonnenräder, die irgendwelche Berge runtergerollt werden. Ne? Der Festtag hat im katholischen Johannistag überlebt. Johannis. So, das ist auch was, was jetzt die Nordlichter nicht kennen. Der Johannistag. Johannistag ist ein Tag, da werden Rotfeuer angezündet, genau das gleiche, ne, im Katholizismus. Und jetzt habe ich einen Text gefunden vom Erzbistum Köln. Das glaubst du nicht, was hier steht. Sie erleuchtet, also hier zu dem Fest. Sie erleuchteten die Nacht, wenn Wotan Walhall verließ und segnend über die Erde schritt. Da dieses Brauchtum auch zum christlichen Festanlass passte, wurde es übernommen. Der Johannistag wurde zur Sommerweihnacht, ne? Weihnacht wurde zur Sommerweihnacht, also genau am entgegengesetzten Zeitpunkt des Jahres, zur Sommerweihnacht. Die Unverheirateten tanzten oft bis zur Erschöpfung um das Feuer. Zum Johannesfeuer gehörte der segensbringende Sprung über das Feuer. Er überwindet Unheil, reinigt von Krankheit und wirkt je besser, je mehr über das Feuer springen. Wenn das Feuer niedergebrannt ist, betet man in manchen Gegenden den Engel des Herrn an. Autsch. Also auch da, vielleicht nicht unbedingt in deiner Region, aber irgendwo hat es sich gehalten. Wie Walpurgis nur in bestimmten Regionen ist und Lichtmess auch nur in Süddeutschland ist, so ist es auch mit dem Johannistag. Das nächste ist dann um den 1. August herum. 1.8. Lugnasad oder Lunasad gesprochen. So, Lunasad nannten die Kelten das und das ist jetzt ein Fest, da haben die Christen nichts Großes mit anfangen können. Das war einfach nur ein Fest für den keltischen Sonnengott, der wurde da nochmal extra gefeiert. Ja, wie gesagt, der war hier geboren, irgendwann hat er hier gezeugt und dann war es so jetzt hier so auf dem Lebenshöhepunkt. Ne? Und man konnte jetzt Ernte einbringen, war alles soweit super, ne? Und genau, gleichzeitig war es ein Fest, wo man schon langsam sich auf das Jahresende vorbereitet hat. 1.8. ist für uns normalerweise schönster Sommer, ne? Aber da war schon auch so ein, wie soll ich mal sagen, so ein leicht sentimentaler Touch drin. Das nächste Fest war dann hier wieder natürlich Herbsttag und Nachtgleiche, 21. September, nannte sich Mabon. Mabon. Und dieses Fest Mabon war etwas, sie haben gesagt, jetzt geht's in den Herbst. Die Nächte sind schon genauso lang wie die Tage. Jetzt ist Abschied nehmen vom Sommer. Wir können jetzt ernten und es war das Erntedankfest. Ne? So, man hat die Ernte gefeiert. Das Ende des Sommers hat sich über die ganzen Früchte, die Fruchtbarkeit gefreut und hat gesagt, so jetzt langsam kommt die Zeit, wo, Achtung, Großvater Winter mit der Greisin über das Land wandert und alle, die nicht stark genug sind, in das Schattenreich hinübernimmt. Ne? So, aber grundsätzlich war es ein Fest, wo es um Erntedank ging. Erntedank ist bei uns auch nicht mehr so groß gefeiert, wie es in vielen christlichen Kreisen vor einigen Jahrzehnten noch war, einfach weil wir alle nicht mehr so natürlich in diesem landwirtschaftlichen Bereich zum größten Teil tätig sind. Aber ein auch im Christentum über viele, viele Jahrhunderte sehr, sehr, sehr wichtiges Fest, Erntedank. Ne? Auch
Erntedank wurde von den Germanen 3 Tage lang gefeiert und man hat eben dann die Korngaben, die letzten vom Feld geholt, hat Erntedankkränze und diese Kronen geflochten und so weiter, hat Kornbüschel mit bunten Bändern zusammengebunden und als Opfer der Fruchtbarkeitsgöttin Freya gebracht, hat sich die auch überall in die Wohnungen und so weiter hingehängt als Dankopfer und so weiter. Und das ist bis heute ein Brauch gewesen, ja, einfach diese Kornbüschel mit dem Bändchen drum irgendwo die hinzuhängen. Okay, so weit, so schlecht. Jetzt kommt das zweite große Hauptfest und jetzt wird's mulmig. Dieses Fest heißt Samhain. Das ist mir hier nicht ganz gut gelungen, aber man kann es wohl lesen. Samhain, und das ist hier um den Zeitraum 31.10., 1.11. Gut, Samhain, das ist ein eigentümliches Fest, es ist nämlich das keltische Todesfest, das Totenfest. Auch hier wurden Feuer angezündet, auch hier gab es diese großen Feuer auf den Hügeln. Ja. Man hat furchteinflößende Kostüme getragen. Es war eine Zeit von sehr dunklen magischen Riten. Man sagt, an diesem Tag stirbt der Sonnengott. An diesem Tag stirbt der Sonnengott. Es ist das Fest des Todes. Und das musste man einfach verstehen hier bei den Kelten. Es gibt ein Fest der Geburt, es gibt ein Fest der Zeugung und es gibt ein Fest des Todes und das andere ist so dazwischen. Ja? Und dieses Todesfest ist etwas, was gefeiert wurde, groß gefeiert wurde. Wie das Leben gefeiert wurde, wurde der Tod gefeiert. Wie man Sommer gefeiert hat, hat man Winter gefeiert. Ja? Wie man eben die Geburt gefeiert hat, hat man diesen Niedergang gefeiert. Das ist etwas, was ihnen sehr, sehr wichtig war. Ein Totenfest und jetzt hieß es, ab dem Zeitpunkt hat nur noch die Erde jetzt, bis eben das Neue geboren wird, die Herrschaft, also diese Göttin hat die Herrschaft übernommen. Es war eine mystische Nacht für Weissagungen, für Opfer. Ja? Da wurde die Zukunft vorausgesagt. Und man sagt auch, dass die Druiden, ja, das waren die keltischen Priester, eben tatsächlich hier versucht haben, die Toten Geister zu verjagen, denn es war so, in dieser Nacht, Samhain ist der Gott der Toten, der hieß so, ne, erlaubte an dieser Nacht den Seelen der Verstorbenen in die Welt zu gehen, ja, so, auf der Welt umherzuwandern, in ihr Heim zurückzukehren, so das war das, das heißt, da war Geistererscheinung noch und nöcher. Die Toten waren auf einmal lebendig. Der Schleier zwischen den Welten war ganz dünn und hauchdünn und da konnte man durch. Ne? Übrigens auch in die andere Richtung. Ne? Also vom Reich der Lebenden hin zu den Toten, um irgendwelche okkulten Praktiken zu machen. Das war also richtig finster. Ein aus unserer Sicht gesehen übler Tag. Es war die Zeit, wo auch die Bauern hier vorm Winter, ja, dann also tatsächlich ihr Vieh geschlachtet haben, ihre Vorräte eingelagert haben, ne, Martinstag kurz drauf, wo die Martinsgänse geschlachtet werden und so weiter. Und es war ein Festtag, ich sage gleich noch was dazu, der sehr, sehr, sehr negativ war. Ja? Vor allem auch durch die Opfer, die es da gab und eben diesen ganzen Totenkult. Das war etwas, was es im Christentum überhaupt noch nicht gab. Dieser ganze Totenkult war nichts. Wir haben Tod haben wir an Karfreitag. Ansonsten gibt es Auferstehung, es gibt Leben und es gibt einfach eine ganz andere Message. Ne? So, und aus diesem Grund hat im Jahr 837, also schon sehr früh, der damalige Papst hat gesagt, dieses heidnische Fest ist von Übel. Und er hat extra ein Fest geschaffen, was darauf gelegt wird. Das ist jetzt Paradebeispiel. Er hat ein Fest geschaffen, wo er das Thema aufgreift und christlich, wie soll ich mal sagen, uminterpretiert. Allerheiligen.
Allerheiligen ist ein Fest, das gibt es aber überhaupt nicht im biblischen, bei den biblischen Festen oder im biblischen Festkalender, sondern das war etwas, was gezielt geplant wurde, um dieses heidnische Fest irgendwie zu entschärfen, beziehungsweise dieses heidnische Brauchtum irgendwie eben mit Hängen und Würgen auf christlich umzudeuten. Ne? So, das heißt, da wurde der katholischen Heiligen gedacht und all derer, die eben hier in der Zeit von Mai bis hierhin gestorben sind. Warum nur in dem halben Jahr, weiß ich nicht, aber das war der Zeitpunkt, wo man daran gedacht hat. Alle, die gestorben sind im letzten halben Jahr, die werden da gefeiert, da denken wir dran. Also hier ging es um Tod und dann hat man gedacht, genau, wir feiern hier jetzt auch den Tod mit unserem Allerheiligen. Es war ein geschaffener Festtag, um daran anzuknüpfen. Total verrückt. So, im Englischen heißt dieser Festtag All Hallows. Ne? All Hallows. Und der Abend davor, also hier der 31.10., ne? Der Abend vor dem Festtag, ist der All Hallows Eve. Und aus diesem Wort wurde verballhornt Halloween. Ja, All Hallows Eve wurde zu Halloween. Und das ist genau das, was an diesem Festtag heute überläuft. Nein, in vielen Ländern, sagen wir mal so, in vielen Ländern, nicht überall auf der Welt, in vielen Ländern gefeiert wird. Halloween. Tja, Halloween. So, das kennen wir alle und wir wissen auch, dass das ein bisschen komisch ist, da mit diesen ganzen Skeletten und Spinnweben und was da alles so gemacht wird und natürlich den Kürbis. Es war so, dass die Gründerväter der USA, die hatten also dieses Halloween und dieses ganze Ding hatten die komplett verboten. Gab's nicht. Ging nicht. Ne? Das war ja zumindest in der Anfangszeit stark christlich geprägt, da war das verboten worden. Durchführung von diesem Samhain oder eben Halloween gab es nicht. Aber dann war Folgendes, 1845 gab es in Irland, und da hatte sich das gehalten, ne, Kelten, hatte sich das gehalten, gab es etwas Katastrophales, das war eine sogenannte Kartoffelfäule, also die Bauern ihre gesamten Ernten verrotteten und da gab es Hungersnöte und riesige Schwierigkeiten und also Tausende und Tausende und Tausende von irischen Bauern sind also nach Amerika ausgewandert und die brachten das jetzt mit. Und die brachten das mit so einer Power mit, dass sich das tatsächlich von da ausgehend von diesen irischen Bauern in USA dann auch verbreitet hatte und innerhalb von wenigen Jahrzehnten zum komplett festen Bestandteil der amerikanischen Kultur wurde. Ja? Zu Halloween wird in den USA mehr Geld ausgegeben als zu Weihnachten. Also da merkt man mal, was das für ein Effekt ist, dieses Todesfest, ja, mit diesen Fratzen und so weiter. Was wir natürlich kennen, ist in der Regel dieses, wenn die Kinder umhergehen, ne, in USA sagt man Trick or Treat, was so viel heißt, also entweder Süßigkeiten oder es gibt irgendeine Form von Tortur, also Quälerei. Ich glaube, bei uns sagt man Süßes oder Streich. Ne? Die Kinder wollen einfach Bonbons ergattern. So, und das andere ist eben dieser ominöse Kürbis. Die Iren, die hatten keine Kürbisse, die haben das in Rüben gehabt bei ihrem Brauchtum, aber der irische die irische Rübe hat sich dann im Laufe der Zeit zu einer amerikanischen Kürbis verwandelt. Es ist also ein ausgehöhlter Kürbis mit so einem Gesicht drauf, ne? Und der wird Jack genannt und steht für Jack-O-Lantern. Und das ist Folgendes an Story. Da sind also hier, genau, hier haben wir mal einen, so einen Kürbis. Der hat seinen Ursprung darin, dass es einen Trinker und Betrüger gab namens Jack. Und dieser Jack, der hat irgendwann mal den Teufel ausgetrickst, so war die Legende. Der hat nämlich den Teufel dazu gebracht, auf einen Baum zu klettern. Und als er oben auf dem Baum war, hat er schnell mit dem Messer ein Kreuz in den Baumstamm geritzt. So, und jetzt war der Teufel in der Falle, jetzt konnte er nämlich nicht runter wegen des Kreuzes. Und dann hat Jack mit ihm einen Deal gemacht, ja, und es war so, dass er den Teufel nie wieder verführen durfte. So, als der Jack dann irgendwann starb, war es dann so, er durfte wegen seiner Missetaten nicht in den Himmel, ihm wurde der Eintritt in den Himmel verwehrt, aber in die Hölle durfte er auch nicht, ja, weil er da eben
dem Teufel diesen Streich gespielt hatte und ihn ausgetrickst hatte. So, und jetzt ist die Legende, er muss jetzt für ewig auf der Welt umher wandern in ewiger Dunkelheit. Und aus rauter Erbarmen, so die Story, hat der Teufel ihm ein kleines Licht gegeben mit einem Funken, und zwar einem Funken, den er dann in einer Rübe umhergetragen hat. So, das ist die Story, wo dieser abstruse Kürbis herkommt. Ja, das ist nichts anderes als eine komische Geschichte, die dort in diesem Ganzen sich festgehalten hat. Und wie gesagt, es ist das eigentlich in den USA fast meist gefeierte Fest. Und auf jeden Fall ist es das meist gefeierte Fest für Satanisten, Hexen und viele, die im Okkultismus drin hängen. Okay, wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, dann merken wir, hier gibt es Feste, die wurden von den Christen übernommen. Weihnachten, Lichtmess, Ostern, hier Walpurgis, Johannes, Erntedank und hier dieses Allerheiligen. Ne? So, wenn wir schauen, ist es so, dass Walpurgis nicht wirklich einen direkten Anknüpfungspunkt hat, sondern nur, da wurde nur der Name draufgelegt. Weil dieses wüste Treiben, da gab es im Christlichen kein Pendant dazu, wo das gepasst hat. Andererseits gibt es zwei Feste, nämlich Pfingsten und Himmelfahrt, wofür es im Heidentum keinerlei Übereinstimmung gab. Ne? Die sind hier also nicht aufgeführt. Das sind speziell dann eben Feste, die sich im Christentum entwickelt haben. Okay. Also deckungsgleich ist das Ding nicht, aber zumindest teilweise. Vor allen Dingen für uns ist natürlich Ostern und Weihnachten relevant, die beiden sowieso größten Feste, die normalerweise im Jahr bei uns gefeiert werden und die auch hier eindeutig, also mit dem Brauchtum und allem und hier sogar mit dem Namen bei uns auf diese beiden Feste hier, also das Julfest und Ostara, hinweisen. Okay. Ich möchte jetzt zu dem Ganzen drei Sachen sagen, die mir wichtig sind. Zum einen gibt es natürlich die Sache, dass man sagt, ja gut, wenn das aber jetzt so Feste sind, die so heidnisches Brauchtum haben, wo es solche üblen Quellen gibt, ja, was soll ich denn dann feiern? Welche Feste soll ich denn feiern? Wie soll ich das denn feiern? Soll ich hier einfach diese biblischen Feste feiern? Ist es das, was angesagt ist oder wie? Darf ich als Christ denn diese sogenannten christlichen Feste feiern, wenn da heidnische Wurzeln sind? Und ich würde sagen, es geht um deine Herzenseinstellung. Es geht darum, wie ist dein Herz dabei? Mir geht es ja hier um ein Bewusstmachen, nicht wahr? So, wenn du Weihnachten feierst und du bist dir bewusst, es geht um die Geburt des Retters und des Erlösers, ist in Ordnung. Wenn du Ostern feierst und du weißt, es geht um die Kreuzigung, die Grablegung und die Auferstehung des Herrn, dann ist es doch super. Allerdings solltest du wissen, dass da in dem Brauchtum, was so allgemein drumherum ist, dass da allerlei heidnisches Beiwerk ist, ja? Was wirklich nichts mit der Bibel zu tun hat. Aber schau mal, wenn du deine Brezel isst, dann isst du die ja auch nicht zu Ehren von irgendwelchen heidnischen Göttern, ne? Oder wenn du deinen Christstollen isst. Das hat für dich ja gar keinen Bezug dazu. Es geht also immer darum, mit welchem Bewusstsein feiern wir das? Welches Herz hast du dabei? Grundsätzlich ist es aber sehr gut, sich mit den biblischen Festen zu beschäftigen, ja, weil die biblischen Feste sind etwas, wo Gott eine gigantische Botschaft reingepackt hat. Und diese Botschaft, ich hatte es vorhin schon gesagt, baut sich auf. Es wird immer besser, immer grandioser, immer göttlicher, immer mehr Offenbarung. Es wird immer genialer. Und hier bei diesem Heidending hast du das eben nicht. Das ist immer das gleiche endlose Rad des Lebens. Es gibt Leute, die sagen, okay, wenn das so ist, dann feiere ich jetzt die Festen, wie die Juden sie feiern. Grundsätzlich kannst du das natürlich machen, wie du willst, aber du musst aufpassen, dass du nicht auf der anderen Seite vom Pferd fällst. Denn das, was im Judentum gefeiert wird, ist viel super Gutes drin, auch Prophetisches ist genial. Ich habe auch einiges dazu geschrieben, aber schau, das hat sich auch über viele, viele Jahrhunderte, ja sogar Jahrtausende entwickelt. Und da ist auch viel Brauchtum drin, das, wenn du es dir genau anschaust, mit der Bibel nichts zu tun hat. Da ist auch viel, was sich entwickelt hat. So, wenn man also denkt, ich mache das jetzt genauso wie die Juden und dann ist alles super, das ist auch töricht.
Wenn, dann muss man wirklich sagen, okay, ich schaue mal, was hat Gott denn eigentlich für Absichten in diese Feste hineingelegt. Grundsätzlich gilt, das einzige Fest, was uns als Christen wirklich verordnet ist, ist überhaupt nichts von dem hier, sondern es ist das Abendmahl. Das ist das, was Jesus uns sozusagen als Fest als Christen gegeben hat. Es gibt die biblischen Feste, mit denen kannst du dich beschäftigen, sehr, sehr, sehr gut, sehr genial. Ja? Abendmahl ist auf jeden Fall zwingend notwendig. Und hier, na gut, da musst du eben schauen, wie du das persönlich einfach machen möchtest. Ja? Hüte dich davor, irgendwelche Äußerlichkeiten zu übernehmen oder dich von irgendwelchen Äußerlichkeiten abhalten zu lassen. Wichtig ist, wie du da mit deinem Herzen dabei bist. Das Zweite, was mir sehr wichtig ist, du musst wissen, diese heidnischen Feste sind nicht tot. Diese heidnischen Feste werden absolut aktiv heute gefeiert. Und zwar von Hunderttausenden, ja Millionen von Menschen. Ja? Und zwar ist das viel stärker als in den letzten Jahrhunderten. Das erlebt eine richtige Renaissance in diesem Neuheidentum. Ja? Unmassen von Menschen sind dabei und feiern diese Feste. Ne? Und weil diese keltischen Namen übernommen worden sind, ist es eben das, was in okkulten Kreisen bei Hexen, bei Satanisten gefeiert wird. Ja? So. Oder bei Druiden, es gibt Druidenorden, bei Hochgrad-Freimaurerei und so weiter. Die feiern diese 8 Feste. Und im Rahmen dieser Feste gibt es wirklich Gräueltaten. Es gibt Opfer, es gibt auch Menschenopfer, ja, es gibt Kinderschändung, es gibt pädophile Handlungen, es gibt sogar Formen von Kannibalismus. Ich rede jetzt von weltweit, ja, wo in irgendwelchen Regionen sich die dann beispielsweise auf die Berge machen und da irgendwelche Dinge passieren. Es gibt da verschiedene Berichte auch darüber und auch mit rituellem Missbrauch und so weiter an diesen Festen. Da gibt es also einen Haufen Dinge, die an diesen Festtagen passieren, und das ist nicht lustig. Ich möchte dir also ganz klar sagen, auch wenn hier diese christliche Vermischung damit ist, an diesen Festtagen passiert was, und auch an diesen speziellen Tagen, ja, sind Tage, an denen es sich lohnt zu beten, ja, einfach für Schutz, für Segen, für Bewahrung, nicht nur für uns, sondern auch für die Menschen um uns herum. Und vielleicht nochmal ein Wort, ich werde da auch demnächst mal ein bisschen mehr drüber sprechen, in einigen Wochen. Die Welt ist böse. Das Weltsystem ist böse. Die Bibel ist da völlig unmissverständlich. Jesus sagt, die ganze Welt liegt im Bösen. Oder Luther sagt, im Argen. Ja? Und wenn die Welt uns etwas präsentiert und sagt, guck mal hier, das ist gut, dann müssen wir immer vorsichtig sein. So wie die Welt etwas gut heißt, müssten wir uns die Alarmglocken angehen. Weil die Welt ist von der anderen Seite. Wir sind nicht von der Welt. So was immer die Welt uns als Vorbilder präsentiert, wo immer wir nacheifern sollten, Vorsicht, Vorsicht. Das Weltsystem hat komplett andere Werte als das Christentum. Ja? So, also von daher, hier hat das Ganze auch einen sehr ernsten Touch, und es ist vielleicht ganz gut, wenn du das einfach mal gehört hast und weißt, da gibt es eben diese Problematik mit diesen, ja, Festen, die von der, ich sag mal, Gegenseite gefeiert werden. Und jetzt drittens, und das ist mein wichtiger Abschluss, da geht es mir darum, weißt du, hier bewegt sich das Denken der Menschen immer in diesem Kreislauf. Saat und Ernte, aufkeimen, wachsen, blühen, Frucht bringen, welken, sterben, immer das Gleiche. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das Leben entsteht aus dem Schoß der Natur und fällt irgendwann wieder dahin zurück. Ja? Ein ewiger Kreislauf ohne Ausweg, ein Hamsterrad. Doch weißt du was? Die Botschaft, die Christen brachten, die die christlichen Missionare brachten, ja, die Verkündiger der frohen Botschaft, war was völlig anderes. Etwas komplett
absolut anderes. Die hatte mit diesem Ding, dem ewigen Kreislauf, dem ewigen Rad des Lebens, nichts zu tun. Nichts. Ja? Das, was sie verkündet haben, war wie ein scharfes Schwert, ich sag's mal so, die in die uralten, muffigen, vermoosten, monströsen Bollwerke von dieser heidnischen Ausweglosigkeit und Gleichförmigkeit reingeschnitten haben. In Form von Konfrontation. Die Christen haben mit ihrer Verkündigung das Ding konfrontiert. Ja, leider. Leider wurde viel assimiliert. Aber eigentlich die Botschaft des Christentums ist komplett anders. Es ist eine Botschaft, die Licht und Leben bringt. Ja, frische Luft, blauen Himmel, Freude, Begeisterung, aufatmen. Es gibt mehr als dieses endlose Rad des Lebens, wo es nichts gibt, außer werden und vergehen, werden und vergehen. Irgendwann bist du weg. Ja? Es gibt etwas, was wirkliche Freude beinhaltet. Ne? Was völlig Neues, etwas, was noch nie gehört worden ist, etwas Aufregendes, etwas, was Hoffnung spendet, Vision gibt. Es gibt einen Gott, der über diesem öden Kreislauf drüber steht mit seinen ganzen modrigen Mythen. Ja? Es gibt jemanden, der nicht hier drin ist mit den ganzen Göttern, sondern der da drüber steht, der auf einem ganz anderen Level ist. Halleluja! Es gibt eine Kraft, die größer ist als dieser Ablauf des irdischen menschlichen Daseins. Es gibt etwas, das größer ist als die Naturgewalten und ihre Gesetzmäßigkeiten. Es gibt etwas, was aus diesem letztlich endlosen, sinnlosen Zyklus einen Weg rausgibt. Raus aus diesem immerwährenden Werden und Vergehen, immerwährenden Werden und Vergehen. Es gibt einen Gott, der sagt, ich mache alles neu. Die Botschaft ist sowas von revolutionär, bahnbrechend und umwälzend, weil sie ganz anders ist. Völlig anders, ganz anderer Denkansatz. Und das ist das, was unsere Vorväter leider verabsäumt haben. Wir müssen kapieren, das, was wir haben, ist auf einem völlig anderen Level als dieser Mumpitz. Ja? Und deshalb hat auch wirklicher, geisterfüllter Glaube so wenig mit diesem ominösen Volksglauben gemeinsam, ne? Der einen Haufen Aberglauben in sich hat. Gott ist ein Gott des Neuen, ein Gott, der kreativ ist, der jederzeit eingreifen kann, der jederzeit Situationen verändern kann, der unbegrenzt ist, Halleluja, der Neues schaffen kann. Er ist nicht durch diese irdischen Abläufe begrenzt. Ja? Er wird nicht in irgendein Ding reingeboren, um in irgendeinem Ablauf hier zu sein. Nein, er kommt aus der Ewigkeit hinein in dieses Leben, um dich und mich zu retten, rauszureißen aus dem Ding, damit wir ewiges Leben haben können bei ihm. Halleluja. Gott greift ein. Er verändert aktiv Situationen. In dem Ding ist ja keine Dynamik drin. Das ist alles so, ich finde das entsetzlich. Ja, dieses ewig Gleiche. Aber Gott kommt rein mit seiner Kraft, mit seinem Power, mit seinem Licht. Ne? Schau dir mal die Heilige Schrift an. Wenn du die unter dem Gesichtspunkt liest, neu. Du wirst sehen, die strotzt nur so davon. Die Bibel ist voll davon, dass Gott völlig Neues tut. Und der absolute Höhepunkt, das genialste Ereignis aller Zeiten, ja, ist, Gott wird Mensch, lebt auf dieser Erde, in dieser Schöpfung, geht dorthin durch, schafft durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung aus dem Grab den ultimativen, absoluten, endgültigen, dramatischen Neubeginn überhaupt. Wirklich, echt neu. Halleluja. So, jedermann, der willig ist, den Weg zu gehen, den Jesus uns anbietet, der kommt in was völlig Neues, völliger Neuanfang, völliger Neubeginn. Und deshalb spricht die Bibel sogar von einer Neugeburt. Neugeburt, einem neuen Menschen. 2. Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Und weißt du was? Da kannst du das ganze Ding in die Tonne knocken. Das braucht kein Mensch. Das, was wir haben, ist so viel mehr. Es ist so genial.
Gott ist der Gott des Neuen, der Kreativität, der Schöpferkraft, des Ideenreichtums. Er ist so genial. Er liebt es, Neues zu tun. Er liebt es, Neues hervorzubringen. Er liebt es, in deinem Leben einen Neuanfang zu ermöglichen, egal wo du gerade stehst. Es gilt für dich. Gott hat Neues. Kein Hamsterrad, sondern immer etwas genial Neues. Und deshalb ist unser Spruch bei Gottes Haus: Gott hat mehr für dich. Halleluja. Herr, wir danken dir dafür, dass du der Gott des Neuen bist. Wir danken dir dafür, dass du so viel mehr für uns hast. Wir danken dir dafür, dass wir vorwärts gehen können in das hinein, was du für uns hast. Wir sind nicht abhängig von irgendeinem komischen Jahres- und Lebenszyklus-Kreislauf, irgend so einem Ding, sondern wir wissen, du bist gekommen, damit wir Fülle, absolute Genüge und ewiges Leben haben. Was für eine Freude. Herr, das ist im Grunde genommen das, was mich begeistert. Ja? Und hier dieses ganze Ding. Es ist eine Schande, dass das Christentum sich auf dieses Level runterbegeben hat. Aber wir müssen wissen, dass das, was du für uns hast, auf einem völlig anderen Level ist. Wir ehren dich, wir preisen dich, wir loben dich, wir erheben dich. Und wir danken dir, dass du uns in den biblischen Festen, die du gegeben hast, diese Entwicklung, diese begeisternde Entwicklung von immer was Neuem, immer was anderen, immer, es geht immer göttlicher, immer genialer, dass du das da reingepackt hast. Herr, wir danken dir dafür, dass wir wissen dürfen, du bist so unvorstellbar genial. Du hast alles gut gemacht. Du hast alles gut gemacht. Wir lieben dich. Halleluja. Herr, wir danken dir, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört hat und was in keines Menschenherz gekommen ist. Das hast du denen bereitet, die dich lieben. Und wir lieben dich. Du hast etwas vollkommen anderes für uns bereitet. Du hast es bereitgestellt. Kostenlos für uns, aber nicht umsonst für dich. Du hast alles gegeben. Das Blut des Lammes. Yes. Und unser Zeugnis wird es sein, dass wir veränderte Menschen sind. Verändert durch das Blut des Lammes. Das muss unser Zeugnis sein. Und Herr, wir beten, dass das heute, diese Zeit, jetzt dieser Abend, jetzt, dass das mit dazu beiträgt, dass eine Herzensveränderung, Gedankenveränderung, Sinnesveränderung stattfindet in uns. Und dass wir uns nach dem ausstrecken, was du hast. Du hast wirklich mehr für uns. Halleluja. Viel mehr. Viel, viel mehr. Unendlich, weil du ein unendlicher Gott bist. Wir lieben und ehren dich. Wir preisen deinen heiligen Namen. Amen. 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 Das war echt Stretch. Von das war mal die Welt, in der wir leben und von der wir nicht sind. Ich bin so dankbar, dass ich nicht in diesem modrigen, verkommenen, verdorbenen System sein muss. Amen. Sondern Halleluja. In Neuheit des Lebens, in diesem wiedergeborenen, lebendigen Leben, was Christus allein uns gegeben hat. Ja. Was für ein Vorrecht. Es ist eine Gnade des Herrn. Yes. Und wenn wir das uns mal ein bisschen so einfach bewusst machen, dann bemerken wir eigentlich, wie grandios die Botschaft der Bibel ist. Halleluja. Also der Eindruck, den ich auch habe, das will ich noch mal kurz sagen, dass uns dieser Hintergrund, dieses Hintergrundwissen in den nächsten Monaten vielleicht, ich weiß nicht genau, in welchem Zeitraum wird es uns beschäftigen, weil das wird von der Welt wieder auf hochgebracht, auf einen Leuchter gestellt. Gerade das Mutter Erde, alle diese Dinge, die damit zusammenhängen, wir werden das sehen. Und lasst uns beten, lasst uns wach sein, lasst uns wachsam sein, genau an diesen Tagen, wo diese Dinge zelebriert werden, dass wir da im Gebet bereitstehen, dass wir die sind, die das Evangelium weitertragen. Das Evangelium hat damals viele Sachen, torpediert, konfrontiert. Ja. Das muss unser Job wieder werden. So, das war nochmal der Eindruck, den ich hatte. Halleluja. Wunderbar. Vortrag. Ja. So, war mal anders heute, aber wir hoffen, es hat dich gesegnet und wir sind begeistert von dem, was der Herr hat und ziemlich abgelöscht von dem, was die Welt bietet. Genau. Halleluja. Wir lieben die Altarzeiten mit dem Herrn. So, wir segnen dich und wir beten, dass alles das, was Gott hat, in deinem Herzen verankert ist, dass sein Friede, der höher ist als alle Vernunft,
dich begleitet, dich bedeckt, yes. dich befähigt, dich ausrüstet und dich segnet. In Jesu Christi Namen. Amen. Amen. Damit herzliche Einladung nächsten Dienstag 18 Uhr zum Erntelager und am nächsten Freitag 19.30 Uhr zum nächsten Livestream. Jawohl. Shalom. Sei gesegnet. Yes.